Willkommen bei Pax TV und willkommen zu einer Reise nach Langeland, der kleinen Trauminsel im dänischen Inselmeer. Oder um es noch exotischer auszudrücken, es geht in diesem Film in die dänische Südsee. Die zweistündige Ostseeüberfahrt mit Scantlines nach Geza, verbunden mit allerhand Annehmlichkeiten an Bord des Schiffes, stimmt schon auf den bevorstehenden Urlaub ein. Vom Fähranleger in Geza sind es nur 80 Kilometer bei gemütlich zu fahrenden 50 bis 80 Stundenkilometern, ehe man sich am Fähranleger in Tars befindet. Im stündlichen Takt kreuzten die beiden Fähren Lolland und Langeland über den Langelandbelt. Die Fahrzeit nach Spotsberg beträgt 45 Minuten. Es lohnt sich an Bord, die Augen übers Wasser schweifen zu lassen. Neben den vielen Frachtern auf dieser dicht befahrenen Wasserstraße sieht man häufig auch verspielte Schweinswale an der Wasseroberfläche. Die Fährüberfahrt muss man nicht im Vorfeld buchen. Über Terminals am Fährhafen kann man dies bequem vor Ort erledigen. In Spotsberg angekommen, führt für den Angler kein Weg am Angelzentrum Langeland vorbei. Die obligatorische Angelkarte kann man natürlich auch online erstehen. Hier bekommst du jedoch noch allerhand nützliche Tipps und kannst deiner Angelausrüstung den Feinschliff für die nächsten Tage geben. Unsere Rundreise über die Insel beginnen wir ganz oben im Norden. In Hu haben wir unser Quartier bezogen. Ein gemütliches Ferienhaus im skandinavischen Stil mit einem wunderschönen großen Garten. Der perfekte Ort zum Entschleunigen. Lange Kiesstrände laden zum Wandern und zum Sammeln von Hühnergöttern ein. Im Sommer natürlich auch zum Baden. Thank you.
Für den Angler bietet sich der Ort geradezu an, um je nach Saison der Meerforelle oder dem Hornhecht nachzustellen. Da direkt an der Spitze der Insel gelegen, kann man je nach Windrichtung an der Ost- oder Westseite angeln. Zu empfehlen sei an dieser Stelle die praktische App Fishing in Denmark. Zwei kleine Leuchttürme kann der Ort sein eigen nennen und laden zu kurzen Spaziergängen ein. An der Ostseite Hus das bewohnte Hufeuer und an der Westseite oberhalb der malerischen Steilküste von Franke Klint der unbemannte und kleinste Leuchtturm Dänemarks Franke Klint Fyr. Ich denke, schöner kann man einen Tag nicht ausklingen lassen. Eine letzte Sehenswürdigkeit hat der Ort noch zu bieten, ehe wir ihn in südlicher Richtung verlassen. Direkt neben der Huwe, der Straße nach Lohals, liegt das Holländerhaus mit seiner Ausstellung über das Leben und die Natur des Nordens von Langeland. Sehr sehenswert ist der 3,5 Tonnen schwere Teufelsstein aus der Bronzezeit im Inneren des Hauses. Neben den 198 Vertiefungen auf dem Stein fällt das Auge sofort auf die zwei handförmigen Abdrücke an dessen linker Front. Das Haus verlassend lädt der Baumlehrpfad zu einem abschließenden Spaziergang ein, an dessen Ende eine kleine Eiche steht, welche die dänische Königin Margarete im Jahr 2008 eigenhändig gepflanzt hat. Thank you.
Nur 6 Kilometer südlich von Hu liegt Lohals, die kleine Hafenstadt im Norden Langelands. Direkt im Zentrum der Stadt liegt die Hafenanlage mit ihrem schmucken weißen Leuchtturm. Neben dem Fischereihafen findet man den Yachthafen, wo sich der Angler bequem ein seetaugliches Boot mieten kann, um nahe der großen Belgbrücke oder einfach direkt vor der Insel den größeren Räubern der Ostsee einen Besuch abzustatten. Neben einem Dagli Bruxenmarkt, welcher an 7 Tagen in der Woche geöffnet hat, findet man in Lohals eine Selbstbedienungstankstelle, 2 Schnellimbisse und ein Restaurant. Trinnekær ist mit Sicherheit der schönste Ort der Insel. Hier dreht sich alles um das im Englischen rot gestrichene Schloss aus dem 13. Jahrhundert, dem wohl ältesten Schloss Dänemarks. Da dies noch vom Eigentümer bewohnt ist, sind Schloss und Schlosspark nur im eingeschränkten Maße zu besichtigen. Traumhafte alte Fachwerkhäuser in bunten Farben versprühen selbst an solch einem grauen und verregneten Oktobertag viel Wärme und Flair. Trinnekær ist für mich ein absolutes Muss bei einem jeden Langelandurlaub. Weiter geht es auf unserer Inselrundreise nach Rudköping. Die größte Stadt der Insel liegt in der Mitte Langelands, am Fuße der Brücke zur großen Schwesterinsel Fünen. Rund um ihre Flaniermeile, der Ostergard, bietet sie viele Sehenswürdigkeiten und Möglichkeiten für den Einkauf.
Auf Julias ausdrücklichen Wunsch ging es auf der Rückfahrt eines Tagesausflugs noch zum Gut Skovskat, welches im Osten der Insel liegt. Über eine herrliche, finstere Allee nähert man sich dem Gut. Skovskat wurde von seiner letzten Besitzerin, welche das Schloss mit über 200 Katzen bewohnt haben soll, dem dänischen Naturschutzbund vererbt. Dieser bemüht sich um den Erhalt der Anlage, führt auf den nahen Feldern ökologischen Anbau durch, betreibt einen schönen kleinen Hofladen und bietet allerlei Kurse und Projekte an. Das Schloss bietet zudem die Möglichkeit der Übernachtung, welche auch kurzfristig zum Beispiel für vorbeikommende Radler gebucht werden kann. Eine traumhafte Anlage, zu deren Besichtigung wir viel zu wenig Zeit hatten. Ein erneuter Besuch zu früherer Stunde ist für den nächsten Inselbesuch fest eingeplant. Vom Parkplatz am Ortseingang von Humbel gelangt man über einen schmalen Pfad hindurch bestellter Felder zu Kong Humbels Grab. Das Grab, eine Megalithanlage von 55 Metern Länge und 9 Meter Breite, besteht aus 77 Feldsteinen und wurde im Neolithikum zwischen 3500 und 2800 vor Christi errichtet. Der Legende nach soll hier der sagenhafte König Humbel bestattet worden sein. Wer nach der Besichtigung von Kong Humbels Grab noch nicht genug von solchen Grabanlagen hat, von denen es nebenbei gesagt allerhand auf Langeland gibt, findet ganz in der Nähe das Ganggrab von Hulberg. Auch hier sind es nur wenige Meter vom Auto weg, bis man am Grabhügel steht, welcher die große Anlage im Inneren verbirgt. Bei Ausgrabungen in den 1960er Jahren fand man hier neben allerhand Grabbeilagen auch die knöchernen Überreste von 36 Erwachsenen und 17 Kindern. Einer der gefundenen Schädel wies sogar Anzeichen einer damals stattgefundenen Zahnbehandlung in Form eines akkurat runden Loches auf. Ganz im Süden bei Bagenkop, Downs Klint, die sehenswerte Steilküste Langelands. Sicherlich nicht so imposant wie die Kreidefelse von Rügen, aber nicht weniger reizvoll. Nur ein schmaler Kiesstrand trennt die wenige Meter hohe Steilküste von den rauschenden Ostseewellen. Von oben hatten wir eine wunderbare Weitsicht über die See und am Strand ließ es sich herrlich wandern. Ein Ausflug, der bei keinem Inselbesuch fehlen sollte.
Über einen schönen Pfad entlang der Küste erreicht man nach kurzem Marsch Kelsnor Fyr, den weißen Leuchtturm am südlichsten Ende der Insel. Hier endet nun unsere kleine Reise von der Nord- zur Südspitze Langelands. Zum Ausklang dieses Films gibt es noch ein paar Impressionen einer herrlichen Oktoberwoche auf dieser kleinen, wunderschönen Ostseeinsel.